They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns bei der Westbahnwanderung Teil 8. Hinter mir der Schrenzi und heute haben wir noch einen Gepäck, heute haben wir den Gerhard auch noch im Schlepptau, damit es uns nicht langweilig wird. Kurz vielleicht zu St. Valentin. Hier verzweigen sich mehrere Strecken. Hier geht es unter anderem da vorne dann über die Donau in die Wachau, beziehungsweise zu dem Teil der Wachau-Strecke, der noch vorhanden ist. Und in die Richtung, da runter geht es Richtung Kleinreifling und Zelztal. Und für uns geht es jetzt da Richtung Linz und beziehungsweise Leonding. Abs geht. Blick zurück auf St. Valentin. Wir haben wieder unsere geliebten Lärmschutzwände. Und lustig geht's weiter. Wir überqueren die Westautobahn und da hinten zu erkennen Enns. Und jetzt kann es nicht mehr lang dauern, dass wir die Enns queren und damit Oberösterreich betreten und Niederösterreich verlassen. Wir unterqueren heute das erste Mal die Westbahn. Wir kommen jetzt aus dieser Richtung. Da ist die Strecke, wie zuvor angesprochen, Richtung Wachau. Über mir ist die neue Westbahn und da vorne sieht man dann die alte Westbahn. Wir verlassen Niederösterreich. Unter uns die Enns, vor uns die Stadt Enns, in die wir aber nicht hineinschauen werden. Das ist nicht Teil des Planes. Ich habe das auch schon in anderen Videos erwähnt, wie in Melk zum Beispiel, dafür fehlt uns leider die Zeit. Für uns geht es dann jetzt irgendwo rechts, wenn man schaut. Da hinten sieht man die Brücke der Westbahn. Das heißt, für uns geht es dann rechts, neben der Stadt sozusagen, der Westbahn entlang weiter. Bahnhof Enns. Links von uns das Wirtshaus. Und hat es noch offen oder nicht? Okay, kein Dauerlockdown. Okay, gut. Hätte ich mir nicht gedacht. Und ja, da der wunderschön sanierte Bahnhof von Enns. Und in die Richtung geht es dann Richtung Stadt Enns. Aus der Richtung kommen wir jetzt auch. Und klarerweise, für uns geht es jetzt in die Richtung weiter, Richtung Linz. Und wenn wir schon mal da sind, schauen wir schnell in den Bahnhof rein. Gibt sogar einen kleinen Händler drinnen, einen kleinen Supermarkt. Wir sind wieder mal auf einer Insel, sozusagen. Rechts von uns die alte Westbahn, links von uns die neue Westbahn. Und schöne Grüße an denjenigen, der Watch hat, dass ich links, rechts so oft in die Videos so.
Frage, ob man das am Video erkennt oder nicht, aber ich sage es trotzdem, dahinter der Siedlung ist die Station Asten Fishing. Wir sind im Paradies gelandet. Aha. Lärmschutzwände der allerfeinsten Sorte. Ähnlich. Der Gerhard war schon total unrund. Ich stelle mir das jetzt ähnlich ins Wohnzimmer. Ich halte es gar nicht mehr aus. Ich brauche eine Lärmschutzwand bei mir. Richtig, richtig. Zumal, ich glaube, jetzt haben wir schon gut und gern 12 Kilometer gegangen ohne Lärmschutzwand. Aber jetzt genießen wir das in ganzen Zügen. Diese Straße hier nennt sich Bahnhofstraße. Und wir sind am Überlegen, ob, da ja da auch sehr viele Gleise sind, hier mal ein Bahnhof sein hätte können. Hier hinten, hinter der Lärmschutzwand, jenseits der Bahn Raffelstetten. Und das hier ist Ipfing. Also was auch immer genau. Ipfing. Was auch immer hier genau Ipfing sein soll, man weiß es nicht. Für uns geht es jetzt weiter noch ein paar hundert Meter Richtung Bichlinger See, wo wir dann einmal wohlverdiente Pause machen werden. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber die Ente brütet. Neben der Ente liegt ein Ei. Wir sind jetzt hier unten am Bichlinger See. Jetzt machen wir mal Bestandsaufnahme. Wer hat was zum Mittagessen? Ich fange an. Ganz bescheiden, ein trockenes Brot. Na ja, da schauen wir in die Box, haben wir einen Apfel, zwei Bananen, ein Brot und da drin ist noch ein Käse. Der Gerhard hat eine fertige Stulle. Ein Roggenweckerl mit Aufstrich, Salami, Paprika, wegen die Vitamine, ein bisschen Käse und dann noch was für die Energie. Der Gerhard ist der absolute Sieger am Mahlzeit. Linz-Bichling, das ist das sehr praktisch, da steigt man nur aus. Und da hinten ist dann gleich der See. Hoppa, ist das schon ein Film? Ja, weil ich finde das da gerade total schön wieder. Also, so dieses Grün, Beton und da vorne der schöne Gerhard. Herrlich ist das. Da war der schöne Gerhard, der geht so herrlich gleichmütig vor sich hin. Da kann die Welt untergehen und der Gerhard geht trotzdem weiter. Da hat das Gefühl. Wir haben soeben den Kilometer 180 passiert. Und da hinten taucht die Föst auf. Linz-Evelsberg, Linz-Pöstlingberg und die Föst in ihrer ganzen Pracht. Und tatsächlich ist das Sprichwort in Linz beginnt gerade Realität geworden, weil es regnet. Hier quert die Westbahn die Traun. Wir unterqueren jetzt da quasi gemeinsam mit der Traun die Westbahn. Und für uns geht es jetzt darüber, endlich Richtung Föst. Dort unten mündet die Traun in die Donau. Diese Brücke fährt man, wenn man von Linz Richtung Summerau und Budweis fährt. Ein Blick auf den Pöstlingberg. Wir haben die Föstanlagen hinter uns lassen und marschieren geradewegs weiter Richtung Hauptbahnhof.
Das Zentrum lassen wir in dem Fall rechts liegen. Das Linzer Landestheater. Der Volksgarten. Und in die Richtung weiter ist der Hauptbahnhof. Beziehungsweise links das alte Gebäude, die Bundesbahndirektion. Herzlich willkommen in Linz Hauptbahnhof. Und das, was ich hier in der Hand habe, ist eine original Leberkäs-Peppi-Semmel, die wir uns jetzt schmecken lassen. Mahlzeit. Und in Linz isst man nicht nur beim Leberkäs, Peppi Leberkäs, sondern auch ein Linzer Kipferl. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Irgendwas Linzer Törtchen? Linzer Torte? Gut, so. Nachdem wir uns jetzt den Bamst vollgeschlagen haben, geht es jetzt noch genau 3,99 Kilometer weiter bis nach Leonding oder weiter bis Bashing. Aber schauen wir mal, dass wir bis Leonding kommen und dann können wir immer noch Goschert sein. Hier zweigt eine weitere Strecke von der Westbahn ab, und zwar da ist die Westbahn und hier sehen wir die Pürenbahn, wo es weitergeht bis Selztal, endlich wieder raus aus der Stadt und das Grüne genießen, auch wenn die Akustik bleibt. Der Lilo-Bahnhof Leonding, und wer jetzt vielleicht gesehen hat im Hintergrund, ist gerade ein Cityjet gefahren, also sprich da hinten ist die ÖBB-Strecke. Und die Lilo bahnt sich da parallel zur Westbahn ihren Weg. Rechts ist die Haltestelle der Lilo, links ist die Haltestelle der ÖBB und wir werden jetzt noch weitergehen bis Bashing. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nein, es ist kein neues Video, es ist immer noch das gleiche. Wir gehen tatsächlich weiter. Es sind jetzt noch ein paar wenige Kilometer bis Bashing. Ich sage jetzt deswegen ein paar wenige, weil ich es auswendig gar nicht weiß. Aber wie gesagt, was wir heute erledigen, sparen wir uns beim nächsten Mal. Da hinten übrigens wäre Leonding zu sehen. Aber ja, ist gerade hinter den Bäumen verschwunden. Hier noch einmal ein wunderschöner Blick zurück nach Leonding, beziehungsweise da hinten sieht man die Kirche vom Böstlingberg. Jetzt hätte ich fast vergessen zu erwähnen, dass wir jetzt nach langer Zeit das erste Mal neben einer nur zweigleisigen Strecke gehen, weil es hier noch keine weitere Neubaustrecke gibt. Aber das wird auch alles umgebaut, ich weiß noch nicht wann. Aber hier versprüht es sozusagen den Originalcharme der Original-Westbahn. Pasching, 37,3 Kilometer. Jetzt suchen wir noch den Bahnhof und dann haben wir es geschafft für heute. Bahnhof Bashing, beziehungsweise Haltestelle Bashing. Bashing, unser heutiges Ziel ist erreicht. Ich sage an der Stelle ciao, danke fürs Zuschauen. Die sagen nicht ciao, dann sage ich heute halt für euch ciao. Ciao. Tschüss, bitte.